Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Cube World Part 5 inzwischen. Hat ein bisschen gedauert aufgrund von Zwangspause. Jetzt geht's aber weiter. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir letztes Mal aufgehört haben, aber wir werden stumpf jetzt erstmal weiter leveln, denn ich habe inzwischen für den GameStar-Test, der jetzt zu dem Spiel raus ist, seit, ich glaube, vorgestern, habe ich nun endlich rausgefunden, wie man ein Pet bekommt. Und zwar können Gegner Süßigkeiten fallen lassen und mit diesen Süßigkeiten können wir dann Tiere anlocken, beziehungsweise dann dazu bringen, dass sie sich uns anschließen. Das ist jetzt erstmal unsere nächste Mission, das heißt, wir leveln heute munter weiter. Ich bringe diese Katze um, die irgendwie nicht keine Leben verliert. Warum auch immer. Ach, wahrscheinlich. Sehr mysteriös. Ich war der Meinung, wir hätten dadurch mal Schaden gemacht. Nicht mehr. Die haben irgendwie den Skill verändert, habe ich das Gefühl. Vorher konnten wir doch stumpf einfach die rechte Maustaste triggern und haben Schaden gemacht. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Das ist nicht gut. Ich probiere das jetzt gerade nochmal aus. Oh oh. Ja, das funktioniert nicht mehr. Oh mein Gott, sie haben es weggenervt. Das geht nicht mehr. Das ist aber schlecht. Das bedeutet, das Leveln dauert jetzt wieder länger. Warte, wir können mal die 1 probieren. Oh, scheiße. Oh Gott, jetzt kriegen wir richtig aufs Maul. Warum habe ich nur diesen Waschbären angefrackt? Was habe ich mir dabei gedacht? Oh, was ist da hinten los? Das ist aber jetzt mal echt blöd, dass das nicht mehr geht. Oh, das ist ja voll essen. Jetzt dauert dann Leveln aber echt. Meine Güte, dauert das dann jetzt. Dann müssen wir uns jetzt stumpf wirklich an die Gegner halten, die Tatsache komplett blau sind. Beziehungsweise so maximal orange. Dann essen wir erstmal wieder was. Und da kann ja jetzt dauern, du. Meine Güte. Also das Spiel ist ziemlich langsam. Low pace, sagt man ja, also schön. Muss man mögen. Also da gleich mal als Warnung alle vorweg. Das zieht sich hier schon ziemlich hin. Und dadurch, dass es quasi noch gar keine Quests gibt, ne, muss man da Bock drauf haben, sich so ganz langsam nach oben zu arbeiten. Mir macht das schon irgendwie Laune, insofern werden wir auch erstmal weitermachen. Mich nervt es jetzt nur, dass die Gegner nicht mehr vernichtbar sind. Wir müssen uns jetzt echt an sowas hier halten. Ne, so blaue Viecher, die gehen. Aber das geht nicht mehr. Erstaunlich, Tatsache. Die haben das echt genervt. Ach, ist ja nicht wahr. So. Das ist ja blöd, ist das. Blöd ist das. Ah, kaputt. So. Was gibt's noch zu erzählen über dieses Spiel? Also, was habe ich noch rausgefunden durch den GameStar-Test? Man kann, wenn man größere Gegner umbringt, also so etwas schwierigere Gegner, leichte so Semi-Boss-Monster zwischen Gegner und Boss-Gegner, die können dann so besondere Blöcke fallen lassen, mit denen man seine Waffe bearbeiten kann. Das kann man einmal optisch machen. Das sind dann einfach so normale Blöcke, damit lässt sich das nur optisch aufwerten. Es gibt dann aber auch so eine besondere Blöcke, ich habe jetzt den Namen vergessen, mit denen kann man dann gewisse Eigenschaften auf die Waffe legen, zum Beispiel, dass sie vergiftet oder dass sie Leben abzieht. Und da kann man pro Waffe 30 Blöcke verteilen. Das ist natürlich dann ziemlich cool. Okay, wir müssen ein bisschen unseres... Oh yeah, Level Up! Ausgezeichnet! Wir werden stärker, das ist gut. Jetzt können wir gerade mal gucken in den tollen Skill 3. Ich habe vergessen, wie das geht. Ich glaube, der hier. Wir dürfen uns nämlich jetzt entscheiden. Sniper used to hide away. Irgendwie kann man sich entscheiden. Aber wir sind momentan wohl Sniper, insofern bleiben wir das mal. Treat you jump back to seek shelter. Your pets become stronger. Ach, man kann hier Punkte drauflegen. Ah, alles klar. Ah, ich verstehe. Man kann den Kick auch auf... Aha, ich verstehe, wie das hier funktioniert. Ich muss erstmal raffen, wie das Ding funktioniert, dieses wunderbare Skillsystem. Können hier den Kick nochmal aufleveln und dass unsere Pets stronger werden, was irgendwie sinnlos ist, weil wir noch kein Pet haben. Also gehen wir erstmal voll auf den Kick. Jetzt haben wir das gelernt, okay. Kriegst wieder zu. Wahrscheinlich einfach laufen. Okay, dann machen wir mal weiter. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir denn jetzt? Auch sind nur 140, ne? Das ist herrlich. So, man wird mit dem Levelaufstieg auch automatisch stärker. Jo, eins. Bam, 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 bam. Also können wir mal hoffen. Oh, ein Erfahrungspunkt. Verdammte Scheiße. Jo, Bats, Bats. Das kann ja so nur ewiglich dauern. Wir müssen mal gucken, dass wir danach dann irgendwie Gegner finden, die schon ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben. Immerhin sind wir ja jetzt schon Level 3.
Kann man jetzt schon voll was reißen. Oh mein Gott. Das dauert immer noch ziemlich ewiglich. Oh, oh mein Gott. Was für eine dumme Lache. Schnauze da hinten. Lass mich in Ruhe. Gut, wir sammeln hier auf jeden Fall die ganze Zeit auch irgendein Zeug auf. Das ist schon mal nicht schlecht. Gehen wir mal gerade in das Höhe. Wow, 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 eine Bad. Die können wir auch treten. Man kann hier einfach stumpf alles treten. Ausgezeichnet. Oh, die hat was verloren. Oh. Ein Langschwert, mit dem wir nichts anfangen können. Okay, Licht, wie ging das? L? Nö. Ich hab vergessen. Oder, warte mal, ich glaube, es war F. Ah. Was ist das? Eisen. Zack. Das sind hier diese Eisenwürfel. Damit kann man zum Beispiel jetzt Schwerter bearbeiten. Ah, cool, hier eine Höhle erforschen. Das ist ja schon irgendwie schockig. So, was lässt sich noch erzählen? Was habe ich über den Games to Test noch Wunderbares erfahren? Zum Beispiel gibt es ja mehrere Rassen, die habt ihr am Anfang bei Video 1 gesehen. Und die Zwerge, waren es Zwerge? Zwerge und Gnome, glaube ich. Also es gibt zwei Rassen, die sind ein bisschen kleiner. Mit denen kommt man tatsächlich sogar an Orte, an denen man mit anderen Rassen nicht rankommt, weil die halt ein bisschen kleiner sind. Witzig auf jeden Fall. So, stirb! Was hast du denn hier verloren? Das ist die Iron Glow. Okay, noch mehr Eisen. Erstmal alles mitnehmen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal so lange, bis unser Geldbeutel, wollte ich schon sagen, bis unser Inventar überquillt. Und dann machen wir uns zurück in die Stadt auf. Bis dahin wird wahrscheinlich noch einiges an Zeit vergehen. So, ich muss mal gucken, dass ich mache jetzt mal hier noch so 5 Parts und dann schaue ich auch mal, ob man da nicht irgendwie Let's Play Together draus machen kann. Ich wette, das ist irgendwie gemeinsam spannender, als mir die ganze Zeit zuzugucken, wie ich hier einsam alleine durch die random generierte Welt laufe und Monster umbringe. Aber ein paar Parts machen wir erstmal noch, bis wir zumindest ein Pet haben. Wir können ja mal versuchen, jetzt doch so einen Raccoon umzubringen. Wenn ich trete und so, könnte das vielleicht was werden. Ich versuch's mal. Wir können ja wieder abhauen. Och, warum treffe ich nicht? Blödes Drecksvieh. Oh, voll daneben gesagt schon mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, das war überhaupt gar kein guter Plan. Lassen wir es sein. Und fliehen erstmal wieder. Also was Rotes angreifen, hat irgendwie keinen Sinn. Wie ihr seht, ist dieser Raccoon äußerst böse und bringt uns um. Die dumme Sau. Hau ab, Mann. Lass mich in Frieden. Ich will nichts von dir. Geh weg. Na komm schon. Ja, so ist fein. So, dann kann ich erstmal was essen. Wir haben ja zum Glück noch einiges von den Dingern. Kommen wir erstmal noch ein bisschen mit rum. Oh, und es wird dunkel, wie ich hier sehe. Schön. Dynamischer Attackennachwechsel. Ausgezeichnet. Damit ist diese Frage auch beantwortet. Wo sind wir eigentlich mal? Ich guck mal gerade auf die Map. Okay, da hinten ist die City. Ist das die City, in der wir schon waren, oder ist das eine andere City? Da ist der Rock. Ich habe irgendwie vergessen, wie man... Ach so. Das ist dieser riesige Felsen, wenn ihr euch noch erinnert. Ach, wie kann ich denn... Ah ja, da. Der war awesome. Aber man kam leider nicht rauf. So, ja, das ist die Stadt, die wir schon kennen. Oh. Da hinten. Boah, das ist die nächste Stadt. Himmel, Herr Gottes Willen. Oh, weit weg. Das ist ja cool. Na gut, ich würde sagen, wir laufen einfach mal stumpf weiter. Wow, was war das? Durch die Gegend. Und gucken mal, was wir noch so finden, ne? So, irgendwelche Gegner, die man umbringen kann. Die einen nicht sofort vernichten, wäre erstmal schön. Okay, hier so Spinnengedöns nämlich auch. Zack, zack, zack. Na komm. Jo. Alles meins. Da ist ein Haus. Okay, und ein Wolf plus 1. Na, das machen wir mal lieber nicht. Und das war kein Haus, sondern ein Fels. Wolf plus 1 ist nicht gut. Noch mehr Scrub. Nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen, was man findet. Solange die Taschen noch nicht voll sind, ne? Oh, hier geht's, glaube ich, irgendwo rein. Das sieht gut aus. Oh, mein Pilzen nehmen wir mit. Oh, was ist das? Emerald. Oh, holy shit. Oh, what the fuck? Was ist denn mit dir los, Junge? Oh, kann mich doch nicht so erschrecken und hier einfach... Oh Gott, von oben da runterfallen. F. So, gucken wir mal, was es hier drin gibt. Höhlen sind ja immer gut. Oh, hinten leuchtet was. Was haben wir denn hier? Einen leuchtenden Pilz. Und nochmal Eisen. Nehmen wir alles mit. So, sonst noch irgendwas hier drin? Sieht leer aus.
Und auch wieder raus. Und weiter erforschen. Gucken, ob es auf dem Berg irgendwas gibt. Immerhin fallen da Gnome runter. Oh, Moinsen, ne? Alles cool bei euch? Mein Gott, was ist mit eurer Kauleiste los? Wie sieht das denn aus? Ja, ne? Tschüss. Kann man euch eigentlich angreifen? Ich muss mal gerade gucken. Nö. Gut. Ich hab's auch nicht versucht, Leute, ne? Ganz, ganz gechillt. Ganz gechillt. Ich wollte euch nichts tun. Ich wollte nur gucken, ob ich euch umbringen kann. So, mal sehen. Da unten bewegt sich schon mal was. Vielleicht können wir das umbringen. Lass mal gucken. Das sind diese Käfer. Die waren uns mal rot. Vielleicht sind die uns ja inzwischen... Ne, die sind immer noch rot. Wie gesagt, das versuche ich schon gar nicht erst. Was ist da hinten los? Irgendwas kloppt sich da. Ich will mitmachen. Bam, bam, Turtle. Oh, 3 Erfahrungspunkte. Oh, holy shit. Junge, das war keine Absicht, ne? Was hast du davon? Das greifst du mich auch an. Blöder Elf. Da liegt er jetzt da in seiner Einzelte. Okay, und verschwindet er auch schon. Was ist das? Formel. Flawless Wood Boomerang. Ein Boomerang. Klingt auf jeden Fall awesome. So, hier. Guten Tag. Examine. There is nothing special. Ich glaube, in der ganzen Welt ist nirgendwo überhaupt irgendetwas special. Momentan zumindest. Ist auch so eine Sache, wenn ihr natürlich dann immer mit den NPCs redet und Co. Also ziemlich jeder erzählt euch, dass er die Natur liebt und gerne mal campen gehen möchte. Oder Geld spart für ein neues Boot. Das ist noch echt ziemlich öde und langweilig. Wäre cool, wenn die dann irgendwann mal Quests haben. Kann aber hoffen, dass das noch kommt. So, Horses geht immer klar. Die kriegen wir auch kaputt. Oh oh. Na gut, vielleicht nicht so gut diesmal. Oh, was ist passiert? Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Oh mein Gott. Krieg schon wieder zu doll auf die Fresse. Okay, treten hat nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Oh shit. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache das nicht so optimal. Keine Ahnung. Irgendwie, entweder bin ich zu schlecht. Ich krieg nur auf die Fresse. Komm schon. Oh, das war knapp. Oh, mit noch 8 HP. Geil. Da essen wir doch erstmal wieder was. Irgendwie, das kann ja. Vielleicht ist es ja auch nur der Anfang, dass es so schlimm ist. Aber vielleicht hat irgendeiner von euch das auch inzwischen schon mal gespielt. Und kann mir mal sagen, ob ich irgendwie das Kampfsystem noch nicht so ganz gerallt habe. Aber man kann ja ausweichen. Moment. Wie ging das denn? Wo ich mich gerade daran erinnere. Wie war denn das? Mittlere Mofsas. Genau. Das könnte uns nochmal retten. Wobei ich glaube, dass das so viel bringt, aber es ist auf jeden Fall besser, als die ganze Zeit aufs Maul zu kriegen. Oh, Fruder, du erstmal noch ein bisschen. So. Noch haben wir ja Ananas, ne? Solange wir noch Ananas haben, ist alles cool. So ist die Turtle. Die kann ja nix. Machen wir jetzt mal kaputt jetzt hier. Holy fuck! Ich nehme alles zurück. Die kann doch was. Oh Mist, jetzt habe ich meinen scheiß Tritt ins Nichts geballert. Oh Gott, sogar die Turtle macht uns fertig und die ist uns blau. Oh, scheiße. Das ist noch nicht wahr. Ich bin zu schlecht. Seitdem das nicht mehr geht, sind wir jetzt echt eine Wurst. Ich vermisse diesen Skill. Ginsing. Scheiße, wir hauen jetzt vor dieser Turtle ab. Die ist zu gut für uns. Das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich dich. Jetzt bist du des Todes. Wenn ich mal treffen würde. Guck mal, wie wenig Schaden die kriegt. Das ist unglaublich. Oh Gott. Jetzt bin ich in Ruhe. Haha. Oh. Komm schon. Ah, fuck. Wuhuhu. Jetzt ist dein Ende. Jetzt ist es aber dein Ende. Komm schon. Oh, nee. Das gibt jetzt 3 Erfahrungspunkte. Ich habe mir hier einen abgegubbelt für 3 Erfahrungspunkte. Ist unglaublich. Also ich weiß nicht. Das hätten sie schon irgendwie wenigstens den Einstieg ein bisschen einfacher machen können. Also entweder mache ich hier irgendwas echt komplett falsch und ich bin einfach so doof. Oder es ist echt ziemlich langsamer und langwieriger Einstieg. Weil vor allen Dingen am Anfang, wenn man so ein Spiel ja neu anfängt, möchte man erstmal so die ersten 5 Level, die sollten schon ziemlich fix gehen. Und dann kann das langsam anfangen, so ein bisschen ins Grind zu gehen. Aber ich finde auch keine Items oder so. Ich habe immer noch meinen Anfangs-Gubbelbogen.
Und alles, was ich so an Monstern finde, ist rot. Und selbst die, die blau sind, machen mich fertig. Das kann irgendwie so nicht sein. Mal gucken, ob wir diese Krähen wecken. So, habe ich wieder meinen. Irgendwie schaffe ich es die ganze Zeit, Q zu drücken. Obwohl ich das nicht will. Ja, jetzt isst er und frisst. Und kriegt dabei auf die Fresse. Ja. Aber er lässt sich auch nicht stören. Er hält das durch. Er zieht das durch. So, Junge, danke. Ich wollte eigentlich die 1 drücken. So, jetzt aber. Oh ne, was ist jetzt los? Jetzt kommt hier so ein Käfer noch angelatscht. Ja, du auch noch, ne? Ist in Ordnung. Hau bloß ab, du. Flucht über den Berg. Das könnte helfen. Sehe, ob er das auch kann. Dummer Käfer. Tschüss. Lass mich bloß in Frieden, du. Oh. Geh weg. Ich hab dir nichts getan. Ich hab nur irgendwelche Krähen umgebracht und sonst nix. Oh, wir wieder 24 Erfahrungspunkte haben wir schon mal wieder. Erstmal wieder eine Ananas essen. Die werden jetzt doch langsam, die schrumpfen. Also der Bestand an Ananas nimmt doch drastisch ab inzwischen. Es wird irgendwie mal Zeit für einen neuen Bogen, habe ich das Gefühl. Einen, der nicht kacke ist. Was ist das da vorne? Feinde oder Freunde? Mal gucken. Das sind Freunde. Und die haben hier sogar ein Zelt, ey. Vielleicht kann man was klauen. Oh, Moment, erstmal Ginseng hier. Nee, Kotten. Ah, nehm ich auch. So, was ist hier los? Examine. There is nothing special. Oh, das hätte ich mir irgendwie denken können. Wo geht ihr denn hin? Geht ihr irgendwas jagen oder so? Ich komme mit. Ach nee, ihr guckt mich ja an. Ja, seid ihr die Leute von vorhin hier, ne? Oh ja, guck mal, das sieht gut aus. Da mach ich mit, da mach ich mit. Oh, ein Erfahrungspunkt. So macht man das. Einfach die Frex klauen. Na kommt, hier geht doch noch was. Da ist noch eins. Wie das nicht mehr funktioniert. Bumm, da kriegst du meinen Fuß ins Gesicht. So. Ich habe das Gefühl. Ich weiß noch nicht, ob wir die Spezialisierung jetzt auch schon gelernt haben, dieses Sniper-Ding. Es ist zwar aktiv, aber ich kann halt das andere auch noch lernen. Insofern bin ich etwas verwirrt. Das ist doch normalerweise so etwas, das macht man einmalig. Man darf sich einmal entscheiden, werde ich jetzt Sniper oder werde ich was. Aber vielleicht ist das hier nicht so. Vielleicht kann man hier das wechseln. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Naja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache irgendwas nicht so ganz richtig. Ich kriegst du doll auf die Fresse. Das ist ungewöhnlich. Dü-dü-dü. Vielleicht brauchen wir erstmal ordentliche Rüstung und sowas. Kann ja auch noch sein. Noch haben wir ja nicht wirklich was. Ein bisschen Licht an. Was haben wir denn hier? Ein Hund. Ich muss dich leider umbringen, weil ich noch keine Süßigkeiten habe. Aber irgendwann kriegen wir die auch noch. Balls. Es tut mir leid. Ich kann mal in unser Inventar gucken, was wir überhaupt so haben. Oh je, wir haben einiges angesammelt. Wir haben hier eine Rüstung, die ist besser als das, was wir gerade anhaben. Tempo. Unser Tempo ist ein bisschen weiter unten. HP geht aber hoch. Was haben wir denn hier? Einen Ring, den können wir nicht tragen. Können wir nicht tragen. Rogue. Warrior. Bogen, der genauso gut ist wie den wir schon haben. Also das können wir alles nicht gebrauchen, sonst ist hier auch nichts mehr los. Tränke haben wir zwei, ein paar Formeln. Vielleicht haben wir hier schon irgendwie Süßigkeiten und ich habe es noch nicht gemerkt. Ginseng. Nee, Pet ist noch gar nichts los. Also, noch nichts mit Pet. Schade. Gut, laufen wir weiter. Mal sehen. Langsam wird das ja. Oh, ist wieder so eine Pflanze. Wir sammeln immer weiter fleißig diese Herzpflanzen ein. Damit können wir nämlich in der Stadt Tränke machen. Wenn wir das nächste Mal dann in die Stadt gehen, sollten wir das auch ausgiebig tun. Weil solange ich immer noch so doll aufs Maul kriege, ist das wohl sehr hilfreich. Man sieht, man braucht echt jemanden zum Mitzocken. Ich glaube, dann ist das nicht so schlecht. Elfen könnte ich da angreifen. Das sollte man vielleicht mal machen. Wobei, das waren zwei und irgendwie sind die da hochgeklettert. Wie haben die das gemacht? Ich will das auch können. Wahrscheinlich ist das so ein Elfenskill. Das können nur Elfen. Dumm Schweine. Cheater, ey. Mit ihren langen Ohren. Oh mein Gott! Ja, ist ja gut, ich hab verstanden. Ihr habt's gehört, da ist es schon wieder soweit. Oh, Moment, das sind noch Gegner. Jetzt gucke ich gerade. Oh, die sind wieder rot. Also hauen wir ab. Gehen wir gerade noch hier auf diesen kleinen Hügel, stellen wir uns jetzt noch und dann beenden wir den Part. Und guck. Oh, hier ist noch ein Pilz. Den nehmen wir noch mit. So. Zack, zack, zack. Ich gucke jetzt gleich nochmal,
nach, ob ich irgendwas mit dem Kampfsystem nicht verstanden habe, aber naja. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Kommentare, Feedback wie immer unter das Video. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, im nächsten Part wieder, wo wir wahrscheinlich erstmal weiter leveln werden. Und vielleicht gehen wir dann gegen Ende so zur Stadt. Muss mal gucken, was das Inventar so sagt. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Euer Blaufuchs.